Diese Aufnahmen aus Nordvietnam haben einen historischen Augenblick festgehalten. Am 1. November 1968 war dieses Ameisenheer nordvietnamesischer Kulis damit beschäftigt, in der Provinz Ha Tinh den durch amerikanische Bombardierungen zerstörten Damm von La Giang wieder aufzubauen. Die Provinz Ha Tinh befindet sich in jenem Gebietsstreifen Nordvietnams zwischen dem 17. und 19. Breitengrad, der auch nach der teilweisen Einschränkung des amerikanischen Luftkrieges weiterhin von der US Air Force pausenlos angegriffen wurde. 200 Mal war der Staudamm von La Giang das Ziel amerikanischer Bombenangriffe. Am 1. November 1968 wurde plötzlich die Arbeit der nordvietnamesischen Dammbauer durch einen Appell des verantwortlichen politischen Kommissars unterbrochen. Über das Megafon teilte der kommunistische Funktionär den Arbeitern die große Nachricht mit. Präsident Johnson hatte soeben beschlossen, die Bombardierung Nordvietnams auch zwischen dem 17. und 19. Breitengrad bedingungslos einzustellen. Eine Phase des Vietnamkrieges war zu Ende gegangen. Die Dammbauer von Ha Tinh feierten den Sieg Ho Chi Minhs und brachten Hochrufe auf den Bestand der nordvietnamesischen Volksrepublik aus. Zwei Jahre ist es her, da haben wir hier an dieser Stelle eine Vietnam-Bilanz gezogen, die vielen Zuschauern zu pessimistisch erschien. Aber heute befindet sich eine Delegation der Nationalen Befreiungsfront des Vietcong in Paris. Wir haben heute den ganzen Tag darauf gewartet, ob nicht doch noch die Verhandlung zu viert im Hotel Majestic in Paris zustande käme. Aber sie scheitert immer noch an der Frage des Verhandlungstisches, an seiner Form. Und dieser Streit um den Tisch ist kein byzantinischer Streit, wie wir nachher sehen werden. Heute muss man damit rechnen, dass die Verhandlungen in Paris zu viert nicht in Gang kommen werden, ehe nicht Richard Nixon als Präsident der Vereinigten Staaten installiert ist. Wie dem auch sei, zwei Tatsachen sind heute unwiderruflich, erscheinen unwiderruflich. Zunächst einmal, der Bombenstopp für Nordvietnam ist durchgeführt und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und andererseits, die Nationale Befreiungsfront ist in Paris, auch wenn sie noch nicht am Tisch sitzt, wird sie doch den gleichen Status haben wie die Regierung von Saigon. Und damit ist zweifellos eine de facto Anerkennung verbunden. Im Übrigen hört man von amerikanischer Seite, dass der Abzug der amerikanischen Truppen nach und nach beschlossen ist. Es ist nur noch eine Frage der Termine und der Modalitäten. Gewiss, die Amerikaner haben keine Niederlage erlitten. Es hat kein Dien Bien Phu gegeben. Ja, es hat nicht einmal eine verlorene Schlacht der Amerikaner gegeben. Aber der Erfolg oder Misserfolg in einem Krieg wird gemessen an den ursprünglichen Zielen des Kriegführenden. Und ursprünglich wollten die Vereinigten Staaten ein Südvietnam errichten als Verbündeter der USA, das abgesichert wäre gegen den Vietcong und gegen Nordvietnam. Und diese Hoffnung ist heute zerplatzt. Zwei Fragen stellen sich heute für uns. Wie konnte es so weit kommen und wie wird es weitergehen? Die Vorgänge, die wir heute schildern, sind oft geheim und nicht zu bebildern. Und Sie werden Verständnis dafür haben. Aber zunächst wollen wir Ihnen einen Rückblick geben in Schlagzeilen über das, was passiert ist seit dem Ende des französischen Indochina-Krieges. Die französische Festung Dien Bien Phu muss vor den Soldaten des nordvietnamesischen General Giap kapitulieren. Damit geht der 8-jährige französische Kolonialkrieg um Indochina zu Ende. Auf der Genfer Konferenz wird das Land in zwei Hälften geteilt. Nördlich des 17. Breitengrades in Hanoi errichtet Ho Chi Minh ein volksdemokratisches Regime. Aber sein Plan, ganz Vietnam unter kommunistischer Führung zu vereinigen, scheitert an den inneren Schwierigkeiten Nordvietnams und an der unerwarteten Erstarkung Südvietnams. Im Süden, in Saigon, profiliert sich Präsident Ngo Dinh Diem als Vorkämpfer des Antikommunismus und macht Südvietnam zu einem Verbündeten der USA. 5 Jahre lang kann Diem, gestützt vor allem auf die aus Nordvietnam geflüchteten Katholiken, seinen Staat konsolidieren. 1959. In Südvietnam beginnen kommunistische Partisanen den revolutionären Krieg gegen die konservative Diktatur Präsident Diems.
Nach und nach wird es für die Nationalregierung von Saigon, die die Bevölkerung in Wehrdörfern zusammenfasst, immer schwieriger, die Lage zu kontrollieren. Ab 1960 spielen amerikanische Militärratgeber und amerikanische Materiallieferungen eine wachsende Rolle im Abwehrkampf gegen die südvietnamesischen Aufständischen, die man Vietcong nennt. Herbst 1963. Die Unzufriedenheit der Saigoner Bevölkerung, vor allem die massiven Kundgebungen der Buddhisten gegen die katholische Führungsspitze um den Diktator Diem, führen zum Militärputsch, zum Sturz und zur Ermordung des Präsidenten. Unterdessen hat sich die Aktion des Vietcong im ganzen Land verstärkt. Waffen und Ausbilder kommen aus Nordvietnam. Die rivalisierenden Generale von Saigon hingegen, die nach dem Sturz Diems die Macht ergriffen haben, lähmen sich gegenseitig durch ihre Intrigen und sind 1965 dabei, den Bürgerkrieg gegen die schlicht bewaffneten roten Partisanen zu verlieren. Um dem Krieg eine entscheidende Wendung zu geben und Hanoi und den Vietcong auf die Knie zu zwingen, befiehlt im Februar 1965 Präsident Johnson die Bombardierung Nordvietnams. Der Luftkrieg wird ungefähr 2,5 Jahre dauern. Im Frühsommer 1965 kommen die ersten amerikanischen Marines bei Da Nang an Land. Immer mehr geschlossene Einheiten der US Army kommen nach Südvietnam, um das Regime von Saigon zu retten. Im Verlauf der folgenden 2 Jahre wird dieses Expeditionskorps auf 550.000 US-Soldaten anschwellen. Im Sommer 1966 glaubt das amerikanische Kommando, mit Hilfe seiner durch Hubschrauber transportierten Eliteverbände und der Methode des Search and Destroy das Rezept zum Sieg über die kommunistische Guerilla gefunden zu haben. Nach den offiziellen Angaben des Bodycount, der Leichenzählung, gehen die Verluste des Vietcong in die Hunderttausende. Gleichzeitig versuchen Amerikaner und Südvietnamesen, die feindselige oder abwartende Landbevölkerung für sich zu gewinnen. Ein Pazifizierungsprogramm kommt in Gang, das die propagandistischen Methoden der Roten Kommissare kopiert. Seit der massiven amerikanischen Intervention hat auch Hanoi in wachsendem Ausmaß reguläre Einheiten der nordvietnamesischen Volksarmee nach Süden in Marsch gesetzt. Die pausenlose Bombardierung der Verbindungswege Nordvietnams kann nicht verhindern, dass ganze Ameisenheere nordvietnamesischer Soldaten und Kulis über den Ho Chi Minh-Pfad und Laos einsickern. Im Herbst 1967 wird General Thieu nach Abhaltung umstrittener Wahlen und nach Proklamation einer Verfassung Staatspräsident der Republik Südvietnam. Vizepräsident wird der Fliegergeneral Ky. Die Amerikaner erhoffen sich endlich eine Stabilisierung des Saigoner Nationalregimes. Fast zur gleichen Zeit ist an der Grenze zwischen Nord- und Südvietnam ein klassischer Stellungskrieg ausgebrochen, der mehr und mehr amerikanische Eliteeinheiten bindet. Der US-Stützpunkt Con Tien liegt unter ständigem Beschuss der Nordvietnamesen. Im November 1967 spielt sich im Hochland von Annam im Raum von Dak Tho die blutigste Schlacht des Krieges ab. Die Nordvietnamesen fügen den Amerikanern hohe Verluste zu. Trotzdem ist man Ende 1967 optimistisch in Saigon und in den amerikanischen Stäben General Westmorelands. Staatspräsident Thieu hat 800.000 südvietnamesische Soldaten unter Waffen. Die Parole lautet in Saigon: Wir sind über den Berg und stehen im Begriff, den Krieg gegen den Vietcong und gegen Hanoi zu gewinnen. Seit dieser siegesgewissen Stimmung ist erst 1 Jahr vergangen. Die Dinge gehen schnell in Vietnam. Und seitdem hat es die entscheidende Wende gegeben. Die Tet-Offensive, die Neujahrsoffensive des Vietcong. Man kann heute darüber diskutieren, ob das damals ein militärischer Erfolg der Nationalen Befreiungsfront gewesen ist. Aber ganz gewiss war es ein großer psychologischer Sieg gegenüber der Weltöffentlichkeit. Und seit jenem Tage sind sogar die amerikanischen Militärs überzeugt, dass dieser Krieg mit militärischen Mitteln nicht zu gewinnen ist. Am 31. Januar 1968 begann die Tet-Offensive in Saigon mit einem Kommandoangriff auf die amerikanische Botschaft. 3 Vietcong-Kommandos von je 20 Mann waren in den Stadtkern eingeschleust worden und stifteten dort Überraschung und Panik. Militärisch konnten diese Toten und Panik.
Militärisch konnten diese Todeskandidaten nicht viel ausrichten. Aber der psychologische Effekt auf die Weltöffentlichkeit war enorm. In den Außenbezirken von Saigon und der benachbarten Chinesenstadt Cholon war der Vietcong mehrere Tage lang Herr der Straße. Der Aufstand der Bevölkerung zugunsten der Partisanenbewegung fand zwar nicht statt, aber es war bezeichnend, dass eine Partisanentruppe von etwa 2000 Mann zwei Wochen lang 14 amerikanische Infanteriebataillone und 15 Elitebataillone der südvietnamesischen Armee in Schach halten konnte. Um den Widerstand auszuräumen, sah sich die amerikanische Luftwaffe gezwungen, ganze Stadtviertel einzuäschern. Gleichzeitig mit dem Angriff auf Saigon hatte der Vietcong die meisten Provinz- und Distrikthauptstädte überrannt. Die blutigsten Kämpfe spielten sich in der alten Kaiserstadt Hue ab, wo zwei reguläre nordvietnamesische Regimenter sich über einen Monat lang in der kaiserlichen Zitadelle behaupteten. Als die Amerikaner endlich den Kaiserpalast besetzten und die Fahne des Regimes von Saigon über den zerbombten Mauern hissten, hatte die Nationale Befreiungsfront, wenn auch unter hohen Verlusten, die Wende des Krieges herbeigeführt. Nach der Tet-Offensive verlangte General Westmoreland, der amerikanische Oberbefehlshaber in Vietnam, eine Verstärkung seiner Truppen durch weitere 200.000 Mann. Präsident Johnson lehnte das ab. Und das war ein Zeichen dafür, dass die amerikanische Eskalation ihre äußerste Grenze erreicht, ja überschritten hatte. Im Übrigen stellte Präsident Johnson fest, dass die USA am Anfang dieses Wahljahres mehr und mehr in den Sog des Vietnamkrieges gerieten und dass der Wahlkampf durch den Vietnamkrieg beeinflusst wurde. Das hat sich später bestätigt bei der Demokratischen Convention in Chicago. Die Amerikaner hatten eine alte Regel der Kolonialmächte vernachlässigt, wonach ein Überseekrieg kolonialen Charakters nur mit Berufssoldaten geführt werden soll. Im Übrigen stellten die Amerikaner fest, dass sie gewissen Fehlinformationen der eigenen Militärs aufgesessen waren. Sie erinnern sich sicher zu Beginn dieses Jahres an die Einschließung der Festung Khe San. Dort waren 6000 amerikanische Marines eingeschlossen worden, angeblich von drei nordvietnamesischen Divisionen. Und die Amerikaner warfen dorthin den Schwerpunkt ihrer Eingreifsbataillone, den Schwerpunkt ihrer Streitkräfte. Etwa 50% der amerikanischen Kampftruppen waren hier und ein großer Teil der amerikanischen Luftwaffe damit beschäftigt, den 6000 Marines zu helfen. Die Nordvietnamesen benutzten diese Gelegenheit, um unterdessen die Stadt Hue praktisch zu besetzen und sechs Wochen lang während der Neujahrsoffensive gegen die Amerikaner zu verteidigen. Im Übrigen stellte sich heraus, dass die amerikanischen Stäbe in Saigon angekündigt hatten, etwa 20.000 Nordvietnamesen seien bei den Bombardierungen rings um Khe San ums Leben gekommen. Aber später stellte die RAND Corporation im Auftrage der CIA fest, dass man nur 673 Tote an Ort und Stelle gezählt hatte. Die Evakuierung von Khe San im Rahmen der Operation Pegasus fand im Laufe des März, gegen Ende März, statt. Und hier stellen wir eine eigenartige Koinzidenz statt. Denn diese Evakuierung von Khe San leitete eine hochpolitische Erklärung Präsident Johnsons, die er überraschend am 31. März dieses Jahres abgibt. Präsident Johnson kündete damit an, dass er auf das Amt des amerikanischen Präsidenten, auf eine Wiederwahl verzichtete und verfügte eine Teileinstellung der Bombardierung Nordvietnams nördlich des 19. Breitengrades. Damit war der Weg frei für Verhandlungen mit den Nordvietnamesen über den totalen Bombenstopp. Am 13. Mai war es soweit. Im Hotel Majestic nahe der Étoile von Paris trafen sich die Amerikaner unter Führung von Sonderbotschafter Harriman und die Nordvietnamesen unter Leitung des Bevollmächtigten Xuan Quy, der mit der Miene eines Triumphators in den Verhandlungssaal einzog. Ein halbes Jahr lang sollten sich die beiden Delegationen ohne sichtbare Ergebnisse gegenübersetzen. Die Nordvietnamesen, so erklärten sie öffentlich, waren nur bereit, über die totale Einstellung des Bombenkrieges in Nordvietnam zu diskutieren. Aber bei den Geheimkontakten am Rande der Konferenz stellten die Amerikaner Gegenbedingungen, verlangte Harriman seinerseits von Hanoi gewisse Vorleistungen, damit der endgültige Bombenstopp sich nicht nachträglich für die amerikanischen Truppen in Südvietnam auswirken würde. Drei militärische Forderungen hatte die amerikanische Delegation erhoben.
Zunächst sollten die roten Partisanen ihre Angriffe auf die Städte Südvietnams, insbesondere auf Saigon, einstellen. Unmittelbar vor Aufnahme der Gespräche in Paris hatte der Vietcong nämlich überstürzt die sogenannte Mai-Offensive ausgelöst. Die Bilder, die wir hier zeigen, wurden von einem Kameramann der Aufständischen gedreht. Bei diesen 6-wöchigen Kämpfen bewies die Befreiungsfront, deren Soldaten wir hier im Häuserkampf sehen, dass sie im städtischen Guerillakrieg viel dazugelernt hatten. Den Amerikanern wurde vor Augen geführt, dass ihre Verhandlungsposition nach einem Bombenstopp schwach und verwundbar wäre, wenn Hanoi sich nicht zu einer Schonung der großen Städte und zur Einstellung der Raketenangriffe des Vietcong verpflichten würde. Ein anderer Brennpunkt amerikanischer Sorgen im Falle einer Totaleinstellung der Bombardierung Nordvietnams war die Situation am 17. Breitengrad, längs der sogenannten entmilitarisierten Zone, die Nord- und Südvietnam trennt. An dieser Stelle bewegen sich die amerikanischen Konvois in Reichweite der nordvietnamesischen Artillerie. Solange die amerikanische Luftwaffe jedes Mündungsfeuer nördlich der Demarkationslinie mit ihren Bombenlasten zudecken konnte, waren die Bewegungen und die Stellungen der amerikanischen Marines in diesem nördlichsten Frontabschnitt relativ sicher. Die zweite Forderung Washingtons lief also darauf hinaus, dass Nordvietnam seine Truppen aus der entmilitarisierten Zone nach Norden abzöge und die Beschießung der amerikanischen Positionen einstelle. Um festzustellen, wie weit die Nordvietnamesen, die während der Geheimkontakte Zusicherungen in diese Richtung gegeben hatten, auch tatsächlich ihre militärischen Bereitstellungen längs der Demarkationslinie aufgegeben hatten, stießen im Sommer 68 amerikanische Verbände überraschend immer wieder in das Niemandsland vor. Im Rahmen dieser Operation wurde das Gebiet bis zum Grenzfluss Ben Hai systematisch durchkämmt und unter Beschuss genommen. Die Marines waren auf wenig Widerstand gestoßen. Es schien, als habe der Gegner sich nach Norden abgesetzt. Schließlich ging es den Amerikanern darum, die massive Infiltration nordvietnamesischer Einheiten über den Ho Chi Minh-Pfad in Laos nach Südvietnam abzubremsen. Der amerikanischen Luftwaffe war es nicht gelungen, diesen Nachschub aus dem Norden zu unterbinden. Nun verlangten die amerikanischen Unterhändler eine Zusage von Hanoi, dass die Kommunisten einen Bombenstopp nördlich des 17. Breitengrades nicht dazu benutzen würden, in verstärktem Maße ihre Soldaten und Waffen nach Süden einzuschleusen. Ungefähr ein halbes Jahr lang wurde in Paris scheinbar ergebnislos verhandelt. Die wirklichen, die ergebnisreichen Kontakte fanden jedoch während der Kaffeepausen und am Rande der Konferenz in Pariser Vororten statt. Und es gab eine eigenartige Periode jetzt des Alternierens zwischen diplomatischem Tauziehen und militärischem Druck auf dem Terrain in Südvietnam. Es war bezeichnend, dass die Verhandlungen in Paris im Mai begonnen hatten, gleichzeitig mit einer neuen Offensive des Vietcong, die sich bis Mitte Juni ungefähr fortsetzte. Dann kam eine Flaute der Kampftätigkeit, die aber dann im Juni wieder unterbrochen wurde durch den verstärkten Beschuss von Saigon, vor allem durch Raketen des Vietcong. Der Beschuss war so stark, dass die Amerikaner damit drohten, die Bombardierung von Hanoi wieder aufzunehmen, und damit hörten auch die Raketenbeschüsse auf. Und später kam es dann zu einer neuen Interpretation der Lage durch die amerikanischen Militärs. Die sagten, wenn der Vietcong, wenn die Nordvietnamesen jetzt so stillhalten, dann sind sie am Ende der Kräfte und für uns besteht keinerlei Grund, diese Schwäche des Vietcong durch die Weiterführung von Verhandlungen zu honorieren. Andererseits verwies die amerikanische Kriegführung darauf, dass verstärkte Infiltrationen aus Nordvietnam stattfinden würden. Man sprach sogar im Monat Juli von 30.000 Infiltranten, eine völlig aus der Luft gegriffene Zahl. Im August begann daraufhin der Vietcong eine kleine Teiloffensive an den Grenzen von Südvietnam, vor allem in der Gegend von Thai Ninh in Cochinchina. Und der Vietcong griff ebenfalls jene Special Forces Lager an, die seine Infiltrationsrouten besonders behinderten. Aber diese Kampfhandlungen nahmen nicht das erwartete Ausmaß an, und Mitte August, so schien es, war Präsident Johnson überzeugt, dass der Moment für die Verhandlung, für eine Weiterführung und Vertiefung der Verhandlung gekommen war. Mitte August hoffte Präsident Johnson, im September nach Moskau reisen zu können, um dort ein gutes Stück weiterzukommen. Aber am 21. August wurde Prag von den Sowjets besetzt. Und es war unmöglich, von nun an für den amerikanischen Präsidenten nach Moskau zu reisen.
Der Krieg schleppte sich also hin, bis auf einmal im Oktober wieder die Kampftätigkeit von Seiten der Nordvietnamesen und des Vietcong fast total aufhörte. Präsident Johnson verstand das Zeichen. Er erhielt auch eine Mitteilung aus Hanoi, dass die Regierung Nordvietnams bereit sein würde, in Paris mit der Regierung von Südvietnam und der Befreiungsfront allerdings auch am gleichen Tisch zu setzen. Mit der Regierung von Südvietnam, also einem Regime, das bisher immer nur als eine Marionettenklique der Amerikaner bezeichnet worden war. Und Johnson befand sich jetzt am 15. Oktober unter Zeitdruck, denn die amerikanischen Wahlen kamen immer näher. Und die südvietnamesische Regierung, von der man eine Zusage erwartet hatte und ein gemeinsames Kommuniqué, weigerte sich auf einmal, in den Plan Johnsons einzustimmen. Und so verfügte denn Präsident Johnson einseitig, ohne Rücksicht auf Saigon, den totalen Bombenstopp in Südvietnam am 31. Oktober dieses Jahres. Und gleichzeitig kündigte an, dass Verhandlungen in Paris stattfinden würden, unter Einschluss Saigons und auch der Nationalen Befreiungsfront. Dieses sind die ersten Bilder aus dem sogenannten Pfannenstiel Nordvietnams, dem schmalen Küstenstreifen zwischen 17. und 19. Breitengrad. 2,5 Jahre Bombenkrieg bis zum 1. November 68 haben hier die Umgebung der früheren Kolonialstraße 1 in eine Mondlandschaft verwandelt. Stellenweise sind in diesem Sektor 3 Bomben pro Quadratmeter niedergegangen. Insgesamt hat die US Air Force zwischen dem 7. Februar 1965 und dem 31. Oktober 68 3 Millionen Tonnen Bomben über Nordvietnam abgeladen. Bis zum 1. November 68 konnten die Konvois hier am strategischen Kreuzungspunkt von Dong Lok nur bei Nacht fahren. Seit dem Bombenstopp versuchen die nordvietnamesischen Arbeiterkolonnen mit Ameisenfleiß die Verbindungswege nach Süden und die Pässe nach Laos wieder befahrbar zu machen. Die Fahrräder, die schon 1954 den Nachschub für Dien Bien Phu transportierten, befördern Lasten bis zu 250 Kilo. Man kann damit rechnen, dass die Nordvietnamesen, die eine 20-jährige Praxis im Bau und Flicken von Behelfsstraßen haben, mit den eingesetzten 600.000 Kulis die Schäden in kurzer Frist beheben werden. Der Luftkrieg über Nordvietnam hat seit dem 1. November praktisch aufgehört, aber die amerikanischen Beobachtungsflüge werden fortgesetzt. Die nordvietnamesische Luftabwehr steht weiterhin in Alarmbereitschaft. Hier nimmt eine ausschließlich mit Frauen besetzte Flakbatterie ein amerikanisches Flugzeug unter Beschuss. Die Luftverteidigung im Delta des Roten Flusses ist noch verstärkt worden. 14.000 Flakkanonen sollen allein im Raum von Hanoi und Haiphong konzentriert sein. Vor allem hat die Regierung von Hanoi dafür gesorgt, dass die Brücken- und Eisenbahnverbindungen in Richtung auf die chinesische Grenze im Rekordtempo ausgebessert wurden. Seit der partiellen Einstellung des Bombenkrieges am 31. März 68 haben Heere von Kulis eine dritte Bahnlinie nach China gebaut. Die berühmte Du Mer-Brücke von Hanoi, das lebenswichtige Scharnier aller Verkehrsverbindungen in Nordvietnam, verfügt wieder über ihre alte Kapazität. Mag der Krieg im Süden weitergehen, im Norden normalisiert sich allmählich das Leben. Die Fischer brauchen nicht mehr die Angriffe amerikanischer Yachtbomber zu fürchten. Die Küstenschifffahrt lebt wieder auf. In den Gruben von Hongkai wird tagsüber die Kohle unter offenem Himmel geschürft. Die Stahlwerke von Thai Nguyen nördlich von Hanoi, der ganze Stolz des nordvietnamesischen Industrieprogrammes, waren durch die Bombardierung im vergangenen Jahr weitgehend zerstört worden. Heute sollen sie zu 75% ihre frühere Produktion wieder aufgenommen haben. Dieses sind ungewohnte, friedliche Bilder aus Nordvietnam. Die Regierung von Hanoi hat unmittelbar nach dem Bombenstopp einen französischen Kameramann beauftragt, die Naturschönheiten des Landes, hier die bizarre Felslandschaft der Bucht von Halong, zu filmen. Noch tobt der Krieg im Süden, da denkt Hanoi schon an den Frieden und den Nutzen, den es aus der Entwicklung des internationalen Tourismus zum Wiederaufbau und zur wirtschaftlichen Gesundung des verwüsteten Landes ziehen kann.
gibt es einen stärkeren Beweis für die Zuversicht und den trotzigen Selbstbehauptungswillen dieses Volkes als diese friedliche Werbung für Ferien in Vietnam. Nach diesem versöhnlichen Zwischenspiel zurück zur militärischen Lage. Wie sieht es aus in Südvietnam nach dem Bombenstopp am 1. November? Ein Bombenstopp, der nur Nordvietnam betrifft. Nun, an der Demarkationslinie am 17. Breitengrad haben die Nordvietnamesen ihre stillschweigenden Verpflichtungen gegenüber den Amerikanern eingehalten. Sie haben ihre beiden Elite-Divisionen, die 320. und die 304. Division, weit nach Norden zurückgezogen, sodass die Amerikaner sagen, sie seien bereits out of war, außerhalb des Krieges. Weiter südlich, in der sogenannten B7-Front, wie die Nordvietnamesen es nennen, bei Quang Tri und bei Hue haben ebenfalls die Nordvietnamesen ihre regulären Divisionen, die NT2 und die NT3, weit südlich in den Raum von Quang Ngai verlagert. Und das entspricht übrigens einer parallelen amerikanischen Entwicklung, die ebenfalls eine ihrer besten Divisionen, die 1. US-Kavallerie, weit nach Süden verlagerte, in den Bereich von Cochinchina zwischen Saigon und der Grenze von Kambodscha. In der sogenannten B3-Front, wie die Nordvietnamesen das Gebiet von Zentral-Annam nennen, das Hochland von Annam nennen, fand eine andere Bewegung der Nordvietnamesen statt. Die nordvietnamesischen Divisionen zogen sich nach Westen zurück in Richtung auf Laos und Kambodscha und stationieren nun zum großen Teil jenseits der südvietnamesischen Grenzen. Die Amerikaner haben angegeben, dass etwa 30.000 bis 50.000 nordvietnamesische Soldaten diese Route eingenommen haben. Aber immerhin, eine dieser Divisionen, die NT1, die nordvietnamesische Division NT1, wurde aus dem Raum von Ban Mit Wat in die Gegend von Phuc Binh verlagert. Und nun kommen wir zum interessantesten Teil der militärischen Betrachtung, nämlich in jenem Teil, das die Südvietnamesen ihr drittes Armeekorps nennen. Und das ist die Gegend zwischen Saigon und der Grenze von Kambodscha. Und hier findet von beiden Seiten die große Konzentration der Streitkräfte statt. Die Nordvietnamesen und die Vietcong haben vier Divisionen im Raum der Grenze von Kambodscha konzentriert. Vier Divisionen, die diesseits und jenseits der Grenze sind und die durchaus in der Lage wären, in drei Nachtmärschen die Umgebung von Saigon zu erreichen. Diese Divisionen, so sagt man, seien zu 80% aus Nordvietnamesen zusammengesetzt, im Gegensatz zu den Partisanenverbänden des Vietcong, die überall hier zu finden sind und die fast ausschließlich aus Südvietnamesen bestehen. Die Amerikaner ihrerseits haben einen Großteil ihrer Streitkräfte ebenfalls in diesen Raum verlagern und haben aber eine neue Bewegung eingeleitet. Sie haben sich im Wesentlichen auf die großen Städte und auf ihre Basen zurückgezogen in einer mehr defensiven Position. Diesem Raum des dritten Armeekorps, wie ich schon sagte, kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sich hier das Hauptquartier der Nationalen Befreiungsfront befindet, das die Amerikaner unter den Vokabeln COSVIN zusammenfassen, Central Office South Vietnam. Man nennt es auch das R-Büro oder das NAM-Büro. Hier laufen die militärischen und politischen Befehlsstränge zusammen und auch die Kommunikationsmittel mit Nordvietnam. Zwischen den Amerikanern und den Nordvietnamesen, auch mit dem Vietcong teilweise, ist es eigenartigerweise unmittelbar nach dem Bombenstopp in Nordvietnam zu einer faktischen Kampfpause, zu einem faktischen Waffenstillstand gekommen. Und plötzlich verwandelte sich der Krieg hier unten im Süden, im Bereich des dritten Korps und weiter südlich auch im Delta des Roten Flusses, im vierten Korps, in einen Bürgerkrieg wieder zwischen den Südvietnamesen und zwischen den Soldaten der Nationalen Befreiungsfront. Eigenartigerweise war das gleichzeitig eine gewisse Intensivierung des Bürgerkrieges. Denn Saigon erkannte die Chance, mit polizeilichen und militärischen Mitteln den Vietcong, der ja nun in Erwartung der politischen Aktion, die bevorstand, aus dem Untergrund hervorkam, zerschlagen zu können. Und andererseits verstärkte der Vietcong seine Terroraktion und seine Attentate auf die Saigoner Verwaltung. Wie gesagt, die Nordvietnamesen und die Amerikaner waren zu einer Art Waffenruhe gelangt. Inzwischen flammt die Kampftätigkeit wieder auf. Jeder ist bereit, den Kampf wieder aufzunehmen. Und man hat sogar den Eindruck,
als wollten eventuell die Nordvietnamesen und der Vietcong eines Tages wieder, vielleicht schon bald, eine neue Offensive, zumindest eine neue Großaktion starten, um den Amerikanern zu beweisen, dass sie nicht aus Schwäche sich zurückhalten und andererseits um die Verhandlungen in Paris, die ja schleppen, um die Viererverhandlungen, die nicht zustande kommen, voranzutreiben. Deswegen muss man der politischen Phase des augenblicklichen Kampfes in Südvietnam eine besondere Bedeutung beimessen. Und deshalb auch die große Bedeutung, die dem legalen Status der Vertretung der Nationalen Befreiungsfront in Paris zukommt und der de facto Anerkennung dieser Delegation, die Hanoi zu erreichen versucht. Präsident Johnsons die Bombardierung Nordvietnams einzustellen, rief Staatspräsident Thieu von Südvietnam die beiden Kammern ein. General Nguyen Van Thieu wollte beweisen, dass er keine Marionette der Amerikaner sei. Er weigerte sich im Namen des Regimes von Saigon an den Pariser Gesprächen über einen Waffenstillstand in Südvietnam teilzunehmen, an denen in Zukunft auch Vertreter der Nationalen Befreiungsfront, also des Vietcong, partizipieren würden. Der amerikanische Botschafter Bunker wohnte schweigend dem Zornausbruch des südvietnamesischen Staatspräsidenten bei. Die Abgeordneten von Saigon, obwohl sie fast alle aus amerikanischen Geldern subventioniert worden sind, spendeten den nationalistischen, beinahe amerikafeindlichen Tönen Präsident Thieus begeisterten Beifall. Hinter dem Staatschef hielt sich in Mao-Jacke Vizepräsident Nguyen Cao Ky, der als der schärfste Rivale Thieus gilt, der aber in dieser Stunde nationaler Scharfmacherei seine Solidarität bekundete. Als wenige Tage darauf der amerikanische Botschafter Ellsworth Bunker auf dem Gelände der amerikanischen Vertretung Orden an jene Militärpolizisten und Marines verlieh, die während der Neujahrsoffensive den Überfall des Vietcong abgewehrt hatten, verstand jedermann in Saigon die Warnung. Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in der amerikanischen Botschaft waren weniger gegen die roten Partisanen gemünzt, als gegen eventuelle gewalttätige Protestaktionen des erbitterten südvietnamesischen Verbündeten. Aber es gelang dem Regime von Saigon nicht, seinem Protest gegen den Bombenstopp und die erweiterten Verhandlungen von Paris eine volkstümliche Resonanz zu verschaffen. Informationsminister Ton Tat Tien, einer der schärfsten Kritiker der Johnson-Entscheidung, sprach vor der Präfektur zu einer spärlichen, ziemlich apathischen Menschenmenge, die sich aus Angestellten der öffentlichen Verwaltung und aus Milizstreitkräften zusammensetzte. Die wirkliche Stütze des Regimes war immer noch wie zu Zeiten des gestürzten Diktators Diem, jene katholische Minderheit, meist Flüchtlinge aus dem Norden und deren Kinder, die sich zwar mit ihren Protesttransparenten gegen das Nachgeben Washingtons vor der US-Botschaft versammelten, sich jedoch hüteten, handgreiflich zu werden. In der Kathedrale von Saigon trafen sich die prominenten Katholiken von Südvietnam, um des ermordeten Präsidenten Ngo Dinh Diem zu gedenken. Die Gesichter waren ernst, diese von antikommunistischer Leidenschaft bewegten Männer und Frauen, die vor 14 Jahren vor den roten Kommissaren aus Tonkin geflohen waren und die in diesem Teil Südostasiens eine europäisch geprägte Heilslehre übernommen und heimisch gemacht hatten, spürten die Tragik der Stunde. Die Katholiken fürchten eine Wiederholung ihres Elends von 1954. Das Regime von Saigon versuchte zwar auch bei jener Fraktion der Buddhisten Unterstützung zu finden, die mit General Thieu und den Amerikanern zusammenarbeiten. Aber die Zeit ist vorbei, da das südvietnamesische Nationalregime sich erfolgreich auf diese buddhistischen Würdenträger und auf jene kriegerischen Sekten wie Cao-Daisten oder Hoa Hao stützen konnte, die einst eine große militärische Rolle in Cochinchina spielten. Das Antlitz des vietnamesischen Buddhismus bleibt für den westlichen Ausländer undurchdringlich. Deshalb musste einer sehr viel bescheideneren Versammlung gesteigerte Bedeutung zugemessen werden, die zur gleichen Zeit in der An Quang Pagode von Saigon zusammenkam. Hier hatten sich die gemäßigten Friedenskräfte eingefunden, die den Bombenstopp gutheißen und zwecks Herstellung eines Waffenstillstandes Verhandlungen mit der Nationalen Befreiungsfront fordern.
In der An Quang-Pagode waren vor allem militante Buddhisten, aber auch Kaodaisten und vereinzelte Katholiken vertreten. Dorthin begaben sich Repräsentanten jenes liberalen Bürgertums, das sich in heftiger Opposition zu Präsident Chu befindet und immer noch hofft, zwischen Militärregime und Kommunismus einen gangbaren Mittelweg für Südvietnam zu finden. Geheime Emissäre des Vietcong waren ebenfalls in An Quang zugegen. Nicht in Saigon, sondern in den zahllosen Dörfern Südvietnams bereitet sich unterdessen die Fortsetzung des Krieges mit politischen Mitteln vor. Tagsüber herrschen hier die Regierungsmilizen. Aber diese von Saigon bewaffneten Reisbauern, so warnte Präsident Chu den amerikanischen Botschafter, durften an dem Tage, an dem der Vietcong legalisiert ist, mit einem Schlag zur Nationalen Befreiungsfront übergehen. In den meisten dieser Dörfer treten bei Einbruch der Nacht die Kommissare des Vietcong ihre Herrschaft an. Im Schutze der Dunkelheit organisieren sie Kommunal- und Distriktwahlen und installieren ihre Infrastruktur für den Tag der offenen politischen Auseinandersetzung. Zwischen Regierung und Vietcong ist ein Wettlauf um politischen Einfluss im Gang. Wessen Fahne wird in der Stunde des Waffenstillstandes über den Dörfern von Südvietnam wehen? Die Nationale Befreiungsfront, die ihre politischen Agitatoren in die Städte und Dörfer schickt, bereitet sich in ihren Schlupfwinkeln längs der Grenze von Kambodscha auf die große Stunde vor. In diesen festgefügten Einheiten und in den Hochburgen des Vietcong geben die harten, marxistisch geschulten Kader den Ton an. Hier will man mit einer an Puritanismus grenzenden Strenge die Erneuerung und Säuberung Südvietnams vorbereiten. Aushängeschild der Nationalen Befreiungsfront bleibt jedoch eine durchaus bürgerliche Erscheinung, der Rechtsanwalt Nguyen Hu Tho, den man allenfalls als Weggefährten der Kommunisten bezeichnen kann. Erst am Tage des Waffenstillstandes und der Legalisierung des Vietcong wird sich zeigen, wer hier tatsächlich tonangebend ist. Der wirkliche Wendepunkt war die Ankunft dieser Frau in Paris. Als Frau Nguyen Thi Binh am 4. November als Haupt der Delegation der Nationalen Befreiungsfront am Flugplatz Le Bourget eintraf, begriff jedermann in Saigon, dass die Tage des Präsidenten Chu gezählt und dass die Präsenz der amerikanischen Militärmacht in Südvietnam zeitlich begrenzt war. Madame Binh verkörpert durch ihre Anwesenheit in Paris die de facto Anerkennung des Vietcong durch Washington, auch wenn die Sprecher des Weißen Hauses das offiziell dementieren. Unterdessen hat Nordvietnam wieder Frieden vor den amerikanischen Bombern gefunden. Im ganzen Land fanden Freudenkundgebungen statt. Die Reisbauern und Kulis von Tonkin jubelten ihrem Präsidenten Ho Chi Minh zu, der mehr denn je als Vatergestalt des gesamten vietnamesischen Volkes erscheint. Wie schon zu Zeiten der französischen Verwaltung verlagert sich das Schwergewicht dieses heute geteilten Landes allmählich wieder nach Norden, unabhängig davon, welche Übergangslösungen und welche langfristigen Termine die Amerikaner und ihre heimlichen Gesprächspartner vom Vietcong auch aushandeln mögen. Jedermann wird natürlich fragen, wie geht es weiter und wann kommt es endlich zum Waffenstillstand in Südvietnam? Nun, die Ausgangspositionen der beiden Seiten, der beiden südvietnamesischen Seiten, sind bekannt. Die Regierung von Saigon verlangt den bedingungslosen Abzug der Nordvietnamesen und gibt den Angehörigen des Vietcong allenfalls die Chance, sich individuell in das bestehende Regime zu integrieren und an Wahlen teilzunehmen, aber nicht unter dem Zeichen der Befreiungsfront. Das ist eine Position, die zweifellos durch die Ereignisse bereits überholt ist. Aber wie sieht die Position der Befreiungsfront des Vietcong aus? Die Befreiungsfront hat einen Stufenplan entwickelt, der inzwischen bekannt ist. Und dabei stütze ich mich nicht auf vage Angaben. Bei meinem letzten Aufenthalt in Saigon hatte ich Gelegenheit, mit Repräsentanten des Vietcong zusammenzutreffen, mit ihnen zu Abend zu essen, am Rande von Saigon in verschwiegenen Lokalen. Und daraus geht ganz deutlich hervor, was die Befreiungsfront will. Sie will nicht sofort die Macht ergreifen. Sie will zunächst, dass die augenblickliche Regierung Thieu und Ky abgelöst wird durch Kräfte des augenblicklichen Regimes von Saigon, die bereit sind zum Frieden und zum Gespräch mit der Befreiungsfront. Gibt es solche Leute? Nun, jedermann denkt in Saigon an jenen General Duong Van Minh, den ominösen Big Minh, der einst 1963 mitgeholfen hatte,
den Präsidenten Diem zu stürzen, der dann wegen angeblicher neutralistischer Ideen nach Bangkok exiliert wurde und der neuerdings wohl auch betreibende Amerikaner nach Saigon zurückkehrte. Aber Big Min schweigt zur Stunde. Ob er es sein wird oder ein anderer, ist überdies nicht gewiss. Aber die Frage stellt sich nun wirklich, ist es überhaupt möglich, den Präsidenten Thieu durch jemand anderes zu ersetzen, durch einen friedenswilligen Angehörigen des augenblicklichen Regimes? Die Stellung Thieus ist ungeheuer stark, denn er stützt sich auf eine Verfassung, die, wenn auch in zweifelhaften Wahlen, immerhin legal angenommen worden ist. Und es wäre für die Amerikaner außerordentlich schwer, die augenblickliche Equipe auszuwechseln. Es sei denn, auf dem Wege eines Putsches, aber in einem solchen Falle würden sie vielleicht die Kontrolle über das, was in Saigon vor sich geht, verlieren. Aber nehmen wir einmal an, Thieu und Key würden auf die eine oder andere Weise durch ein friedenswilliges Team ersetzt. Dann soll nach Vorstellung der Nationalen Befreiungsfront eine Regierung der, nach Gespräch mit dem Vietcong natürlich, eine Regierung der Nationalen Union gebildet werden, an der auf der einen Seite gemäßigte Elemente des Regimes von Saigon und auf der anderen Seite gemäßigte Elemente der Nationalen Befreiungsfront beteiligt werden. Und man denkt dabei besonders an jene Nebenorganisation der Front, die Allianz der nationalen und demokratischen Friedenskräfte, in der keine Kommunisten, sondern Bürger und Intellektuelle zusammengefasst sind. Und diese Regierung der Nationalen Union hätte dann endlich die Aufgabe, den Waffenstillstand zu vollziehen. Denn das ist ja das Dringlichste. Aber dieser Waffenstillstand, so meint die Befreiungsfront, kann nicht auf der augenblicklichen Basis vollzogen werden. Es gibt keine Frontlinien, es gibt auch keine klaren Freund-Feind-Zonen, sondern eine totale Verfilzung der beiden gegnerischen Streitkräfte. Und so meint die Nationale Befreiungsfront, vielleicht sogar mit einer gewissen Logik, dass nur eine Regierung, die von beiden Seiten akzeptiert ist, beiden Seiten Befehle erteilen kann im Falle eines Waffenstillstandes. Die Regierung der Nationalen Union hätte ebenfalls die Aufgabe, die allgemeinen Grundlagen für Südvietnam in der Zukunft auszuarbeiten. Das ist zunächst einmal die Integrität Südvietnams, die Unabhängigkeit und dann die Neutralität Südvietnams und die Demokratie Südvietnams, was man auch immer darunter versteht in Südostasien. Aber sehr wichtig ist die Neutralisierung Südvietnams, die übrigens auch von Hanoi gefordert wird, aber darauf werden wir zurückkommen. Die Integrität Südvietnams, das bedeutet den Abzug der Amerikaner. Aber damit hat es die Nationale Befreiungsfront gar nicht eilig. Sie fordert lediglich, dass die Amerikaner sich auf ihre Basen zurückziehen und dann können sie noch eine ganze Weile bleiben, so ähnlich wie die Franzosen ja auch nach der algerischen Unabhängigkeit eine ganze Weile in Algerien geblieben sind. Wie geht es dann weiter? Nun, diese Regierung der Nationalen Union soll neue Wahlen ausschreiben, daraus soll dann eine verfassunggebende Versammlung zustande kommen und eine neue Regierung, die dann einen gewissen demokratischen Charakter tragen soll. Aber das Wichtigste kommt erst. Denn das Problem bleibt ja noch offen, der Teilung zwischen Nord- und Südvietnam. Und das Gespräch über die Wiedervereinigung Gesamtvietnams soll allerdings in noch fernerer Zeit zustande kommen aufgrund einer großen internationalen Konferenz, an der die Mächte beteiligt wären, und die etwa nach dem Muster der Genfer Konferenz von 1954 einberufen werden sollte. Und dort eröffnen sich eben sehr interessante Perspektiven. Denn die Südvietnamesen haben eine Neutralisierung Südvietnams gefordert. Aber man könnte sich vorstellen, dass Hanoi, das ebenfalls diese Neutralisierung anstrebt, diese Neutralisierung Südvietnams an dem Tage der Wiedervereinigung auf sich selbst ausdehnen möchte. Nicht um dem Kommunismus abzuschwören, sondern um befreit zu sein von der Last des sowjetisch-chinesischen Gegensatzes, der die Südvietnamesen und die Nordvietnamesen natürlich ganz ungeheuer beschäftigt. Und es gibt sogar Stimmen, die meinen, dass man die Neutralisierung Vietnams ausdehnen könnte auf ganz Südostasien und damit einen ganz neuen Status finden könnte. Darüber hinaus, so hört man von der Nationalen Befreiungsfront, solle ein wiedervereinigtes Vietnam, auch wenn es marxistisch und sozialistisch geprägt sei, mit allen Staaten der Welt im Westen und im Osten zusammenarbeiten. Und die Spezialisten sagen, dass in Nordvietnam, wo man ja gegenüber China ein altes atavistisches Misstrauen hegt, durchaus die Voraussetzungen
für einen Nationalkommunismus nach jugoslawischem Muster gegeben sind. Aber das setzt voraus, dass die amerikanische Politik, dass die neue amerikanische Diplomatie ihre Chance ergreift. Und dass die amerikanische Diplomatie einen neuen Beginn in Südostasien macht. Und die Frage stellt sich eben, sind die USA in der Lage, über ihren eigenen Schatten zu springen und eine solche Abkehr von den Ideologien zu vollziehen? Die schwerste psychologische Belastung der amerikanischen Öffentlichkeit, vor allem aber der unbesiegten amerikanischen Armee, steht noch bevor. Der Tag, an dem feststeht, dass das Sternenbanner in Vietnam eingeholt wird, ohne dass Washington seine Versprechungen gegenüber dem Regime von Saigon honorieren kann. Bis dahin mag es noch lange dauern, aber die fatale Entwicklung ist kaum aufzuhalten. Heute erinnern sich die Südvietnamesen an diese Bilder aus dem Jahr 1954. Damals zogen die Soldaten des kommunistischen Viet Minh in die jubelnde, von den Franzosen gerade geräumte Stadt Hanoi ein. Wie weit, so fragt man sich heute mit bangen Ahnungen, wird der Marsch dieser kleinen gelben Männer des Onkel Ho noch führen? Vermutlich werden sie auch Laos und Kambodscha in ihre Einflusszone einbeziehen. Die sogenannte Domino-Theorie jedoch, wonach das gesamte Gefüge Südostasiens durch einen Erfolg Hanois ins Wanken käme, wird von den Experten neuerdings skeptisch beurteilt. Aber das ist bereits ein neues Kapitel.